Raucher könnten es in New York bald noch etwas schwerer haben. Das Qualmen in Bars und Restaurants ist in der US-Metropole bereits seit 2003 untersagt. Nun ist ein Verbot auch für zahlreiche Straßen und Plätze geplant. Rauchen unter freiem Himmel, das soll in den 1700 öffentlichen Parks der Stadt dann nicht mehr möglich sein. Über diesen Plan der New Yorker Stadtbehörden ist ein Streit entflammt. Audrey Silk von der Bürgerinitiative gegen Raucherbelästigung sieht Raucher diskriminiert. Hier geht es nicht um eine rauchfreie Umgebung, sondern um eine raucherfreie Umgebung. Wissenschaftlich gesehen gibt es keinen Beweis, dass Passivrauchen unter freiem Himmel jemandem schadet. Es gibt genug Platz für alle. Die Vorsitzende der Koalition für ein rauchfreies New York, Sheila Feinberg, hält dagegen. Jeder New Yorker hat das Recht, saubere Luft zu atmen, und es gibt Belege dafür, dass Passivrauchen schadet. Selbst die US-Gesundheitsministerin hat gesagt, dass es keinen Grenzwert für Passivrauch gibt. Die Meinungen der Bürger sind gemischt. Hier geht es um die Regierung. Sie überschreitet ihre Grenzen. Was kommt als nächstes? Ich weiß es nicht. Wir haben eine Verfassung. Ich rauche nicht, aber ich unterstütze das Recht der Menschen in der Öffentlichkeit zu rauchen. Es ist gut, dass Sie das Draußenrauchen verbieten wollen. Da gibt es Kinder und alles. Sie sollten dem nicht ausgesetzt sein. Deswegen glaube ich, dass es das Richtige ist. Neben öffentlichen Plätzen wie dem Times Square wären auch New Yorks Strände, Promenaden und Spielplätze betroffen. Rauchverbote in öffentlichen Parks gibt es unter anderem bereits in San Francisco, Vancouver und Hongkong.